Frau Präsidentin, Hohes Haus. Bei der Petition geht es darum, dass 82.000 Bürgerinnen und Bürger, überwiegend aus der betroffenen Region rund um den Flughafen im Erdinger Moos, aber auch von außerhalb, die Forderung erheben, dass der Freistaat Bayern alles daran setzen soll, um den Bau der dritten Start- und Landebahn nicht mehr weiter zu verfolgen. Und wir von Bündnis 90 Die Grünen haben von Anfang an, seit Beginn der Planungen im Jahr 2005 gesagt, es besteht kein Bedarf für eine dritte Start- und Landebahn im Erdinger Moos. Und wir haben jetzt fast 10 Jahre Planungen und es zeigt sich klar und deutlich, und das ist einer der Hauptgründe auch, warum die Petition eingereicht worden ist, es gibt keinen Bedarf für eine dritte Start- und Landebahn, und ich möchte das auch begründen. Im letzten Jahr, 2014, wurden am Flughafen München 376.678 Flugbewegungen abgewickelt. Ein Minus von 1,4%. Die Firma Intraplan hat im Gutachten für das Raumordnungsverfahren im Jahr 2004 vorausgesagt, es würden 526.000 Bewegungen sein. Ein Minus von 149.000. So falsch war noch selten eine Prognose in Bayern. In der zweiten Prognose zum Planfeststellungsverfahren war die Prognose 458.000 erneut ein Minus von 81.000. Auch hier eine ganz klare Fehlprognose, die abgegeben worden ist. Hintergrund ist, aber das war die Flughafen München GmbH, und der Freistaat Bayern hat 51% der Anteile an der Flughafen München GmbH. Also da ist schon ein gewisser Zusammenhang zwischen der Firma und dem Freistaat Bayern und dieser bayerischen Staatsregierung. Hintergrund ist, dass der Gutachter sich beim Sitzladefaktor, das heißt, wie viele Leute in einem Flugzeug drinnen sitzen, fürchterlich verhaut hat. Und mittlerweile gibt der Herr Schubert von der Firma Intraplan im bayerischen Fernsehen am 22.01. in der Sendung Quer klar und deutlich zu, ich gebe Herrn Thiessen, das ist ein anderer Gutachter, recht in dem Sinne, dass die Flugbewegungsentwicklung derzeit nicht so stattfindet, wie es in den Prognosen erwartet wird. Das sagt der Gutachter der Flughafen München GmbH. Und das sollten Sie zur Kenntnis nehmen. Verlassen Sie endlich die Traumwelt der Prognosen und kommen Sie in der harten Realität an und ziehen Sie daraus die entsprechenden Schlüsse. Es gibt mittlerweile genügend andere Leute, die Prognosen abgegeben haben. Zum Beispiel der Herr Schürle von der Deutschen Flugsicherung, sicherlich ein guter Experte, der sagt, in der Zukunft werden wir noch 1 bis 1,5% haben. Und der Herr Schubert von Intraplan sagt für Frankfurt beispielsweise, es werden in den nächsten 10 Jahren auch nur 1,5 bis 1,6% sein. Und wenn man das hochrechnet, da bleibt man deutlich unter dem Prognose-Nullwert von 480.000 Bewegungen, von dem die Flughafen GmbH selbst sagt, sie könnten das leicht abwickeln. Das heißt, es gibt keinen Bedarf, auch im neuen Jahr, der erste Monat bei der DFS liegt vor, wir haben ein Plus von sage und schreibe 0,3% bei den Flugbewegungen. Also keinerlei Trendwende. Und die Flughafen GmbH hat jetzt leider nicht die Zeit, sieht es, wenn man in ihren Finanzbericht reinschaut, ähnlich. Sie spricht von Konsolidierungsmaßnahmen im Hinblick auf die Verbindungszahl und sie verspricht davon, die Tendenz, kleineres Fluggerät durch Ausnutzung von Größenvorteilen vermehrt zu ersetzen. Das heißt, die Richtung, Flugzeuge besser auszulasten, läuft weiter. Wir haben zwar einen Rekordwert gehabt im letzten Jahr von 75%, aber die Lufthansa ist bei 80, die Swiss Air ist bei 83%. Das heißt, da ist noch deutlich Luft nach oben. Das wird erst einmal ausgelastet, bevor das irgendwann einmal wieder in die Richtung geht, dass also ein Wachstum stattfindet. Ich möchte noch auch in der CSU an die Kolleginnen und Kollegen aus dem Nürnberger Raum appellieren. Wenn ich mir die Nürnberger Zahlen auch vom Januar anschaue, fast minus 7%. Solange diese Planung dritte Startbahn im Raum steht, wird eine Sanierung des Flughafens Nürnberg nicht stattfinden, weil München wird versuchen, alles, was irgendwie geht, nach München heranzuziehen und damit Nürnberg weiter auf diesen niedrigen Stand halten. Das sollten Sie sich, ich werde euch mal durch den Kopf gehen lassen. Als weitere Gründe sind zu nennen, der enorme Landverbrauch, fast 1.000 Hektar im Vogelschutzgebiet Erdinger Moos, die Lärmbelastung, die zusätzlich käme, die Abgasbelastung, aber dazu wird der Kollege Zierer von den Freien Wählern sicherlich noch einmal zur persönlichen Betroffenheit einiges sagen. Ich komme zum Schluss, Kolleginnen und Kollegen, meine Redezeit ist fast zu Ende. Ich wende mich mit einer persönlichen Bitte an die CSU-Fraktion.
nicht in meinem Namen, nicht auch für die Fraktion, sondern eine Bitte im Namen der 82.000 Bürgerinnen und Bürger, die seit fast 10 Jahren unter dieser Planung und den daraus hergehenden Folgen der Frage Absiedlung oder nicht zu leiden haben. Kolleginnen und Kollegen, geben Sie Ihrem Herz einen Stoß. Stimmen Sie mit uns, nehmen Sie das Damoklesschwert, dritte Startbahn von dieser Region. Ich bitte Sie inständig darum.